Und Dieser weiter. Moment, wenn du realisierst, dass deine Kinder ganz genau deinen Humor haben und du jetzt nicht mehr weißt, ob du stolz bist oder total schockiert. Mal So kurz kann Pause, man. mach mal kurz Pause. Ja, die machen wieder an. So, wieder da. Was mache ich denn hier? Trotz den Zaun. Willst du noch ein paar lustige Mama-Sprüche? Sagt die Mutter, falls ich irgendwann mal vermisst werde, folgt einfach meinen Kindern, sie finden mich immer. Überall. Das ist so eine typische Mutter, die mal für sich wollte und die Kinder warten schon immer hinterher. Nicht Alexa, sondern Vierjährige im Kindergarten. Das sind wahre Sicherheitslöcher für private Daten. Weil die Kinder doch über alles quatschen, ne? Ohne Blatt vorm Mund. Ja, die mit ihrem Datenschutz. Ich hatte schon, übrigens heute war ich ja auch bei meiner Mutter gewesen. Eine Versicherung muss ja geändert werden. Das Krasse ist ja, die Frau am Telefon, ich habe das Telefon laut gehabt, hat gesagt, wir sitzen zusammen, meine Mutter sitzt daneben, meine Mutter sagt noch, ja, ich bin hier, Sie können mit mir reden. Und dann hat sie gesagt, nee, erst wenn Sie Vorsorgevollmacht von Ihrem Sohn hierher schicken, können wir miteinander reden. Ich bin doch hier. Ich bin doch die Versicherungsnehmerin. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr was? Die Frau ist so inkompetent, die merkt noch nicht mal, dass die Versicherungsnehmerin da hier sitzt. Komm, wir rufen nochmal an. Vielleicht ist ja jemand Besseres am Telefon das nächste Mal. Da wollte die anfangen zu meckern da, weil ich sie quasi als inkompetent genannt habe. Und der nächste, 5 Minuten später, heute, hat dann gesagt, ja, ich höre Sie, ist kein Problem, ja, fragen Sie einfach jetzt mal. Und dann konnte ich die Frage stellen. Das war eine Mitarbeiterin, die war echt zum Schießen. Da war meine Mutter schon am Telefon und da sagte sie, nein, wir können Ihnen jetzt nicht sagen, wie der Vorsorgevollmacht. Meine Mutter brauchte als Versicherungsnehmerin keine Vorsorgevollmacht für sich. Die war echt Gaga. Aber egal. Aber der andere war total nett. Ja, vielleicht einfach, wie es man erst seine Mutter sich gemeldet hat und gesagt hat, hier, gib ihm mal meinen Sohn. Dabei wollte man nur wissen wegen einer Umbuchung, wie was umgebucht wird und nicht wegen irgendwelchen persönlichen Daten. Naja, wenn es ihr Naja. Konto betrifft, ist das schon Naja, persönlich. wir wollten ja nicht über ihr Konto Bescheid wissen, wir wollten nur über die Arbeitsvorgänge Bescheid wissen. Ja, musst du sagen, du hast mal eine ganz allgemeine Frage. Ah, das war lustig. Aber die Probleme bin ich ja jetzt los. Eine junge Mutter. Ja. Ich weiß nie, was ich sagen soll, wenn die Leute mich nach meinen Hobbys fragen. Ich bin Mutter. Ich gehe gern allein aufs Klo. Ja. Was, wo waren das? Work-Life-Balance. Das war eine Fortbildung von einem Gesundheitstag bei mir auf der Arbeit. Und Kommt schon wieder Arbeit, ey. da meinte die Frau vorne, diese Coaching-Tante, wann haben Sie denn mal beruflich frei, also Freiraum für sich? Wann haben Sie denn mal Pause? Ja, und ich habe dann immer nur gesagt, ja, die 5 Minuten auf der Toilette, wenn mal keiner um einen ist. Weil ich arbeite ja mit Kindern zusammen und da ist ja immer jemand da. Und dann mussten die anderen Kollegen auch erstmal lachen, ja, das stimmt. Ach, das, Ja, zu Hause ist das nachher auch so. wo ich dann gesagt habe, man zwingt sich selber auf die Toilette, obwohl man manchmal gar nicht muss, damit man wirklich mal 2 Minuten Verschnaufpause hat. Das erklärt natürlich einiges. Machst du denn Toy-Blast an? Oder ich meinte irgendwelche komischen Puzzlespiele? Nee, Candy Crush. Oh Gott, ist ja noch schlimmer. Warum nicht Tetris oder Ah nee, Mario? Toy Blast. Ja, stimmt, Toy Blast. Wie komme ich jetzt auf Candy Crush? Aber sowas wie Gehirnjogging wäre doch auch nicht schlecht. Das habe ich die ganze Zeit im Unterricht. Kennt ihr auch dieses unglaublich schöne Gefühl, abends einfach einzuschlafen, dann nach 9 Stunden
Erholt und frisch wieder aufzuwachen? Ja, ich auch nicht. Auch von der jungen Mutter. Es ist nur ein Schub. Es ist nur ein Schub. Und wenn es kein Schub ist, dann ist es eine Phase. Nur eine Phase. Oder ein Zahn. Oder ein Pups. Auf jeden Fall geht's vorbei. In ein paar Tagen. Oder an Wochen. Also spätestens in 18 Jahren. Ich glaube, das ist mein neues Mantra, das muss ich mir echt ausdrucken und über den Kühlschrank hängen oder so. Ach, wie ich diese 12 Sekunden liebe. Wenn die Wäsche endlich fertig ist und die Küche blitzblank. Ich habe gestern was gelesen, dass ein Kind einfach nur aus Spaß alles Mögliche runterschmeißt, um zu gucken, wie es sich über den Boden verteilt. Dass man sich gar nicht vorstellen kann, in wie vielen verschiedenen Konsistenzen, Farben und Mengen Spucke und Sabba und Essensreste aus dem Kind wieder rauskommen können. Meine Freundin hat mir gestern geschrieben mit einem großen Smiley-Lachen, ja, hab ordentlich Feuchttücher zu Hause. Da ist schon was dran. Weil wenn man es noch nicht so richtig drauf hat, man braucht eine Weile, um das Kind kennenzulernen. Eigentlich funktioniert der erst so nach, keine Ahnung, 3 Monaten oder so richtig. Am Anfang muss man noch raten, was das Gurgel, ihr Schnatter, ihr Pupse, Gequengel und Geschreie bedeutet. Irgendwann erkennt man sein eigenes Kind unter verschiedenen am Heulen. Krass, ne? Wenn es anfängt zu schreien, weiß man, okay, von den 5 Kindern, das war jetzt meins. Auch wenn man es nicht sieht. Das fand ich damals schon so beeindruckend bei meiner Schwester, ich das mal gesehen. Da dachte ich, woher weißt denn du das? Wenn du Tag und Nacht mit diesem Geschrei lebst und versuchst zu schlafen, dann weißt du irgendwann, dass es deins ist. Du musst sie höher machen. Nee, du nie. Die sieht irgendwie so clean aus, als wäre die ein bisschen behindert. Ich weiß nicht warum. Eine Mischung aus Lampion und runtergelassenen Luftballon irgendwie. Ja, mal gucken. Schön wäre, wenn die verschiedene Farben hätten. Dann könntest du so eine richtig bunte Straße machen. Cool. Oh, wir müssen Pause machen und die Wäsche machen. Ja, in 2-3 Minuten mache ich die Wäsche. Okay, ich mache die Maschine schon mal aus. Sonst piepst die nachher die ganze Zeit. Stimmt, die piept ja jetzt schon die ganze Zeit. Aber wäre cool, wenn wir zusammen machen. Ich mache das gleich selber. Danke. Dann geht's ein bisschen schneller. Erklär mal nochmal, warum. Meine Frau ist schwanger und sie hängt immer die Teile, die Wäsche über mehrere Dinge und dann braucht sie immer 2 Wäscheständer, obwohl einer reicht, oder 3 Wäscheständer, obwohl einer reicht. Obwohl der erste noch nicht mal halb voll ist, wenn ich den mache. Und es trocknet zur gleichen Zeit. Ich habe dich nicht aufgefordert, mich zu dissen. Das ist dissen. Jemand schlecht machen. Ich bin jetzt ungefähr 4-mal aufgestanden, um die ganzen Programme mal anzumachen. Ja, das kann sie gut. Dafür musste ich vorhin die ganze Zeit laufen. Ich krieg in 2 bis 4 Wochen ein Baby, okay? Ja, und das ist ein Grund, auch kein Hindernis. Wenn ich körperlich am Ende bin und für mich diese 10 Meter hin und zurück anstrengend sind, 4-mal hintereinander, dann hab gefälligst ein bisschen Rücksicht. Ja. Ey, ich geh kurz raus und der erzählt immer was, oh, die macht nur eine halbe Wäsche an, blablabla, blablabla. Okay. Wir drehen mal den Spieß um, Leute. Ja, mach mal. Dieser Mann mach mal. Schafft es, in einer Wohnung alle 5 Räume gleichzeitig zu beleuchten, weil er ja überall Strom braucht, gleichzeitig. Ja, ja. Ich hatte mich damals gewundert, dass ich eine Ewigkeit im Krankenhaus war und plötzlich meine Stromrechnung viel höher war. Jetzt weiß ich warum. Weil wenn jemand in 5 Zimmern gleichzeitig Licht anmacht und das doch stundenlang brennen lässt, weil er vergisst, dass er das auch wieder ausmachen muss. Wie viele Lampen haben wir? 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt haben wir sehr 7 Lampen, die du anlassen kannst. Wow. Das wird ganz schön teuer für mich. Ah ja, die Stromrechnung bezahlt übrigens Icke. Deswegen tut ihm das nicht ganz so weh auf dem Konto. Aber die ist so ein bisschen gestiegen, so. Um ungefähr 60%, seit ich mit ihm zusammen bin. Ja, ja, nicht 50-50, 60%. Wir verbrauchen so viel wie 1,5 Personen, obwohl
wir Energiesparlampen haben, sparsame neue Geräte und keine Ahnung was. Ich glaube, ohne die Energiesparböden wäre ich schon längst dreimal pleite gewesen, hätte Insolvenz anmelden können. Ach so, übrigens, die ganze Nacht ist da noch sein PC an, weil er muss ja noch hochwichtige Videos hochladen. Und dann auch 10.000 Spiele installieren, die er gar nicht alle gleichzeitig zocken kann. Nee, das Spiel installieren, das war jetzt GTA 5 gewesen. Und er füttert zwar die Katzen, aber dass das Katzenfutter so gut wie leer ist, das fällt ihm nicht auf. Auch Klopapier nachlegen ist völlig überbewertet. Wieso? Wir wenn ich nicht ab und zu mal 4 Rollen hinstellen würde. Wir haben eine ganze Tüte voller Klopapier im Klo rumzustehen. Im Klo vor allen Dingen. Oh ja. Nein, es sind höchstens noch 2-3 Rollen, die da drin sind in der Tüte. Ich verbrauche da nicht so viel. Du gehst alle eine halbe Stunde auf Klo. Die Sache ist die. Du Mann, du im Moment stärker. Und wenn du Zeug aus dem Schrank rausholst, ist das eine Sache weniger, die ich schleppen muss. Ich mache es immer wieder, weil du es nicht machst. Und hinterher bedankt sich jedes Mal mein Rücken, dass ich Sachen umräumen, hochräumen und hinräumen muss. Vor allen Dingen, jetzt war ich schon so klug, Wasserkästen zu kaufen. Und mein lieber Ehemann schiebt die so weit unter den Tisch runter, natürlich übereinander, dass ich nicht die Chance habe. Das sind 2x12 Kilo. Du vergisst zu sagen, dass ich dir ich nicht die Chance habe, 24 Kilo vorzuziehen. Also haben wir Wasser da und ich werde aufgrund der Schwangerschaft irgendwann noch verdursten. Nee, ich habe in der Küche stehen 1,5 Kästen im Schrank. Ich war schon mal kurz davor, beim Nachbarn zu klingeln und zu fragen, ob er mir die Kisten vorzieht. Ja? Bevor ich das eklige, verkalkte Dreckswasser aus der Leitung trinke? Klinge ich lieber mal bei unserem jungen Nachbarn und frage. Du meinst das Antibiotika-Wasser? Oh, 3. Hier habe ich nicht aufgepasst. Leute, wenn er gleich quietschen hört, dann nur, weil er hier so unverschämte Sachen zwischenruft. Und ich ihm dezent gegens Knie trete, weil ich langsam aggressiv werde. Aber mach's doch mal nicht. Ich erzähl's nur. Ich bin da so ein bisschen wie Trump. Trump, genau. Dann fangen wir schon mal zu twittern. Ich mache gleich. Und der erste Twitter ist MeisterTV hat eine Klatsche. Oder Instagrammen, wie man das nennt. Okay, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge, wenn ich die Wäsche aufgehangen aber habe und nicht bei Minecraft, sondern in der Realität. Bye. Ja. Tschüss.